Heute Abend trifft sich Papst Benedikt mit den Kindern und Leprakranken in Cotonou und anschließend in der Nunziatur mit den Bischöfen von Benin. Morgen Sonntag findet dann im großen Fußballstadion von Cotonou eine feierliche Großmesse statt, in deren Verlauf allen Bischöfen das Schlussdokument der Bischofssynode von Afrika, eben unterzeichnet, überreicht wird. Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Vatikan, das war unsere Direktübertragung der Reise Papst Benedikt XVI. In Benin. Es ist die zweite Reise Benedikts in ein afrikanisches Land. Vor 2 Jahren besuchte das katholische Kirchenoberhaupt Angola und Kamerun. Insgesamt ist dies die 22. Auslandsreise Papst Benedikts. Angeschlossen an diese Live-Sendung war KTV Fernsehen München, Radio Horeb, EWTN Fernsehen und Radio Maria World. Am Mikrofon begleitete sie Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.